Nikodemus sagte, das kann doch nicht so sein, ich kann doch nicht aus einer Mutterschoß von nun geboren werden. Doch sagt Jesus, man soll geboren werden aus Wasser und aus Geist. Man wird geboren wie ein kleines Babylein aus das Fruchtwasser. Sie ist man ein Mensch von Fleisch und Blut, hier in dieser Welt voll der üble Sachen und Sünde. Und dann hat man das Problem von Sünde. Und dafür muss man neu geboren werden, regeneriert werden, sagt die Bibel auch mal. Man muss glauben, dass Jesus Christus starb für die Sünde jeder Mensch und aufgestanden ist aus dem Tod. Und wenn man das glaubt, dann ist man reingemacht durch das Blut Jesu Christi. Ihre Sünde, ihre Fehler, seid ihr vergeben. Dann ist man von neuem geboren. Und dann bekommt man die Heiligen Geist. Das hat Jesus hier gemeint. Man soll geboren werden aus Wasser und aus Geist. 2000 Jahre her hat er schon den Preis bezahlt für die Sünde jeder Mensch, wo er auch gebetet hat. Wahrlich, wahrlich, und mein Wort hören, ich glaube an den, der mir gesandt hat, der hat das ewige Leben und ist aus das Gericht, ist aus dem Tod, ins Leben ins Tod gefallen. 700 Jahre her schon aufgestiegen, hier hat man diese Gelände und die Deutsche Sprache gehabt, aber dieses Tod wird noch in der deutschen Sprache. 2000 Jahre her gab er seinem Leben. Jeder Mensch, das wird dann immer hier 2016 auf diesem 19. Juli 2056 fahren, ewig zu leben in Jesus Christus oder ewig zu sterben in einem Scheck in der Hölle. Das ist fast 500 Jahre her, gab es einen Mann mit viel Mut hier in den deutschen Ländern, Martin Luther, die Mut hat, einen guten Bibelübersetzung zu machen, in Gefahr für sein eigenes Leben. Das hat diese Länder. Gleich wieder dann berichtet ihr doch, hier kommen wir mit den Ländern, meine eigene Geschichte, wo Leute hier Leben in Gefahr brachten, weil sie wussten, die Wahrheit nicht haben. Dann die Stimmen mussten bei den Leuten gebracht werden, weil am Ende hier nur die Wahrheit. Die Bibel nennt heute an diesem Glauben auch Wahrheitsmutter. Die müssen Wahrheitsmutter. Die Leute, die Wahrheitsmutter haben geglaubt, hier in der Tod und in den Leuten. Hoi! Maar koppie! Koppie! Ich habe keine französische bei mir. Englisch bitte. Ich denke schon. Ist das Englisch bei dir? Entscheiden Sie sich heute noch, die Chance haben. Am 19. Juli 2016 können Sie in diesem Leben
Das ist ein eingeborener Sohn, das jeder Mann in den Glauben.